So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, der Kanimani Day ist gestartet. Der Orang-Utan Day ist gestartet. Richtig heftig, es ist schon kurz nach 11 und da sind die Shinies schon abgegangen. Die Deni hat schon eins, die Sandra hat schon eins, die Deni hat glaube ich noch eins. Jetzt haben sie schon 10. Hat jemand eins griffbereit? Willst du mal kurz reinhalten, sein Shiny? Ja, sieht aus wie Pfeffi. Immer alles Pfeffi. Du auch, kurz mal. Toll. Kann man da was reinhalten? Sst. Ich kann was reinhalten hier. Boom. Oh, und ein Bablu. Wer hätte es gedacht? Jetzt geht's los, die wilde Fahrt. Und wir werden uns zwischendurch immer mal wieder melden. Sehr schön natürlich, der Iswo hat sein Versprechen wahrgemacht, ist extra hergekommen. Deni ist auch am Start, der Bob ist mal wieder in der Runde dabei. Und das Wetter passt auch, es schneit wenigstens nicht. So, jetzt aber ein bisschen fangen. Und da ist es passiert, aber nicht bei mir, sondern da ist wo, da, da kommt, freu dich mal. Da, okay. Du musst es ja hier rein, also, ja, nee, keine Ahnung. Wir haben schon wohl da hat er eins. Hier, die, ja, räumen alle ab. Sandra, wie viel hast du jetzt? Sieben Stück, es ist kurz nach elf. Eins, ja. Deni hat auch schon, was? Vier Stück. Selbst Bob hat jetzt eins bekommen. Ich hab noch gar nichts. Ich hab drei auf klein und vier auf groß. Ah, drei klein, vier groß, was? Na, hä? Okay, und der ist wohl schon durchgedreht und wollte schon wieder heim. Okay, sie hat acht, da kommt das nächste dazu. Bei mir noch nichts, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit, also weiter geht's. Nein! Wo denn? Warte mal, ich muss. Du magst es doch. Okay. Niantic mobbt wieder, ich wusste es schon seit Beginn. So, wir laufen weiter, damit bei mir auch mal eins kommt. Ah, da ist noch eins, Cookie. Okay, sehr schön. Da ist noch eins, guck her. Da. Zippel! Das ist aber nicht früh. Ich hab immer noch keins, Mann. Und es ist schon halb. Es ist schon halb und noch nichts im Kasten. Erste, ja, das ist ziemlich langweilig, weil die anderen haben alle schon 100. Aber ich habe eins, da freue ich mich natürlich auf richtig. Ich glaube, ich habe heimlich getrunken heute. Hey, aber wieso denn heimlich? Nee, das müssen wir jetzt natürlich eintüden. Ja, das Radler war da wirklich gut. Was war das? Ein Schwarzbacher? 89er Schein. Schwarzbacher Radler Naturtrüb. Erstmal Werbung machen in eigener Sache. Gönnt euch Radler von Schwarzbacher. Aber nur das Naturtrübe. Das haut richtig rein. Siehst du, Schein? Halt's mal rein. Gibt's doch nicht. Da, guck mal da hin. Der ist mal auch natürlich wieder eins abgegriffen. Ramon. Was? Das gibt's doch nicht, immer die anderen. Wie viel hat der denn? Der hat schon wieder 1000. 14. Warte. So. Vor allem WP 14. Ja. 363. Nur zwei, ja? Nur zwei? Zwei. Da kannst du mit den Mädels nicht mithalten. Die haben schon eine ganze Sammlung angelegt. Jetzt hat es natürlich auch angefangen zu regnen, aber das hört bestimmt gleich wieder auf. Da glaube ich fest dran. Und dann geht's weiter. Jetzt gehen noch ein paar Eier auf und da ist auch endlich das Baby Mantirps, also vom Mantax, das Baby dabei. Ist es nicht niedlich? Wir drücken mal drauf, da freut sich, so muss es sein. Restlichen Eier gehen auch noch auf. Die können wir ja mal schnell noch abfilmen, solange hier alle im Regen stehen. Apfel. Das machen sie nämlich gerne. Noch genau. Ein Fluffeluff. Wir bewerten auch jetzt gar nichts. Wir drücken es gleich weiter. Zack, oh, ein Zehner ist noch dabei. Wer hätte es gedacht? Oh. Ein Zehner, ein Porygon, braucht man nicht, gut. Aber 6800 Staub kann man mal machen. Und es regnet und regnet und ich sehe aus wie Räuber Hotzenplotz, Alter, mit dem Bart. Dafür hat es den Wetterboost bei Ein Iso. Und noch eins natürlich, boah, voll hier reingetropft, das ist eklig. Ja, Mauzi, Alola Mauzi.
Das, was ich nicht wollte. 4-2. Und die Eier hören nicht auf. Und wieder auf den Kopf. Und ein Kling-Plim. Echt? Ich muss das aber wissen, da steht. Und ein Kling-Plim hinterher. Ein Mann-Terps und ein Kling-Plim. Was? Level 5? Glückwunsch! Jetzt haben wir zwei Kling-Plim. Wunderbar. Die zwei neuen Babys in einer Brütfolge. Wunderbar. So muss es sein. Sie nennen ihn den brütenden Ramses. Und noch ein Elekid hinterher geschossen. Leider nicht in Shiny. Aber oh, jetzt hat er Ramses. Sind die nicht bald mal durch? Oh, voll in die Schnauze hier, guck. Jetzt alles ins Auge. So, jetzt hat er 10 Eier schon am Brüten. Und ein Kling-Plim. Hinterher. 3 Stück jetzt schon. Echt? Ja. Kann ich gleich vertauschen und wegschmeißen. Tippen noch mal das Kanimani an. Nichts! Und dann geht's weiter! Und das zweite Shiny ist dabei. Aber was will ich denn sagen? Die hat ja schon 12. Oh, voll auf die Kamera gerotzt. Ja, das muss auch mal sein. Wollen wir gleich noch eintüten natürlich. Haben die roten Bälle eigentlich immer weggeschmissen. Durch die ganzen Stops kommen immer zu welche dazu. Das geht überhaupt nicht. Ich müsste ein Bälleverbot kriegen für die roten. Los, 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 los. Und wir drücken drauf. Wir haben das zweite. Das dritte kommt bestimmt. Mehr will ich ja gar nicht. Ich brauche ja gar keine 100 Stück. Die verstopfen nur den Beutel. Aber 3 ist das Mindeste, was man haben möchte. Und Eier müssen wir auch noch sammeln. Die ganzen 7er sind nämlich auf. Ich kann auch gar keine Geschenke mehr annehmen. Aber habe jetzt noch 4 Plätze frei. Bisschen Stops drehen. Und mal gucken, was noch aus den Eiern schlüpft. Shiny! Das 894er. Das gleiche wie die Deni hat. Und die Sandra hat auch wieder eins. Ne, es war gar nichts, er ist schon wieder behindert. So. 894 und es war immer noch die dümmste Idee überhaupt, hier in den Park zu gehen. Denn seitdem hat man einfach nur nasse Schuhe, nasse Füße, aufgequollene Haut, alles behindert. Gar nicht. Guck aber Hauptsache Shiny. Ja, so. Geh hin und guck. Nehmen wir mal mit. Guck doch da hin. Da könnte ich immer. Auch toll, jetzt ist es auch noch rausgehüpft. Mach goldene Beere, mach mich nicht nervös. Ich will das aber nicht füttern, sonst wechselt die Farbe. Ja, da hast du es im Kasten. Und da ist es drin, im Kasten. Was für ein Kasten? Im Sack. So, das ist ja das dritte. Und auch nur das höchste, das werden wir natürlich dann entwickeln. Zum und wie viele Bewertungen hat es? Kanimani, so habe ich gar nicht gemacht. Zum Dings, ganz gut. Brauchen wir nicht. So. Mein Ei schlüpft. Wunderbar. Drück mal das nächste noch an. Nichts. Wie gesagt, immer noch die blödeste Idee gewesen, durch den Park zu gehen. Hier, schaut es euch mal an. Sieht das nicht herrlich aus? Ne? Schön weiß, aber der Boden sieht einfach nur aus wie alles nass, alles feucht. So, aber weiter geht's. Es ist nämlich jetzt um 58 hat er. Die Dings bimmelt, 13 Uhr, noch eine Stunde, da geht noch was. Shiny! Ich hasse diesen Dreckspark, aber das zweite hier, nasse Füße und 2 Shinies, so muss es sein. Und zur Feier des Dares fangen wir das jetzt mal im AR-Modus. 992, genau. Was geht bei dir auf? Alles kann ich werfen. Alles nass. Digga, was geht? Nimm doch die andere Hand. Oh, das hat 87. Ich kann nicht werfen. Oh, das hat 87. Alter, ich check's halt nicht. Oh, das hat 87, fang das. Wie denn? Guck doch mal. Das ist ein Glücksshiny. Ich werf einfach den Ball gerade nach vorne, das wird schon sein Glücksshiny. Die kann man nämlich jetzt auch glücklich fangen. Echt? Nein, kann man nicht. Echt? Hör auf mich. Echt? Es ist echt nicht so eine Popband gewesen, also eine R&B-Gruppe, so wie Pur. Pur und Echt gab's doch ganz viele. Das ist genial. Ich nehme alles zurück. Ich werde das andere nicht durchentwickeln. Natürlich werde ich das durchentwickeln, weil das ja das Höchste ist und noch gut IV hat. Sprich, das werde ich auch nicht in ISMO tauschen, sonst ist es schlecht. Nee, aber der hat ja andere dann. Da freut er sich schon. So, und es regnet weiter, Bruder. Hui, Shiny Nummer 5.
Ach Bob, du Penner, die sperren mein Lied. Ja. Nein, auf jeden Fall. Das fünfte, glaube ich, ist am Start. Und wie ihr seht, weil es draußen regnet, sind wir jetzt alle im Auto. Fang nochmal neu an. Noch breitere Schultern gehen nicht. Wir sind so zusammengequetscht. Da vorne noch der Rest. Hallo, Deni. Hallo. Und der Bobs, der fährt. Ne? Der Seppel ist auch irgendwo. Der kriecht da vorne rum. Soll ich im Film? Ja, hier. Der Seppel, der muss mit rauf. Juhu. Und weiter geht die wilde Fahrt, nämlich noch 20 Minuten bzw. 22 Minuten noch auf dem Tacho. Da kann noch was gehen. 884. So, wir sollen es vielleicht auch mal fangen. Bam! Großartiger Wurf! So, damit ist also auch der Kanimani C-Day offiziell vorbei. Noch die Auswertung hier im Ghetto. Alles ist dunkel, es regnet, es ist nass, alle frieren, alle sind genervt. Und wir schauen nochmal, wer wie viel bekommen hat. Kleine Auswertungsrunde. Sandra fängt natürlich an. Wie viel hat sie bekommen? 7. Genau, 6, 7 Stück. Wunderbar. Deni, was geht bei dir? Wie viel? 10, was? 6. Und das neue Spider-Man-App mit dabei. 6 Stück. Boom. Und der Bob, der witzige der Bob, der Gelbe mit 5. Wow, ich kann ja zählen, krass. Ein Roter. Der Rote, 6, 7. Und dein komischer Eier, Eiwar, irgendwas. Und der Eiwar Soft mit 8. Ich muss immer da durchgucken, das sieht alles komisch so, aus. Ihr könnt doch einfach Zahlen sagen. Auf dem 5. Handy von Ramses haben wir 5. 5 beim Ivar Mill, wunderbar. So. Auf dem 10. Handy 3. Von Ramses. Dann bei S-Matics. S-Matics hat 3, ne? So, und das Hauptaccount sind 10 Stück. Das Hauptaccount sind 10 Stück. So, hier haben wir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und hier noch ein Glücksraubi. Noch ein Glücks. Oh, ein Glücksraubi! Ja, vor allem Glücks, ein Shiny Raubi. Dann, da hat nämlich die Pupsi noch was, ne? Was ist das? 12 Stück hat sie noch auf ihrem Hauptaccount, auf dem kleinen, auf dem zweiten Account noch 12 Stück. Und der Ramses, der die ganze Zeit geheult hat, weil er nichts bekommen hat, sind es am Ende trotzdem 6 Stück geworden, wie man hier sieht. 2 auch schon entwickelt, also 1 zur zweiten, 2 zum dritten, also 3 entwickelt. 6 Stück, fette Ausbeute und war doch ein cooler Tag. Ich hoffe, der Ismo freut sich, dass alles so geklappt hat und dass es sich auch gelohnt hat für ihn. Ich meine, 10 Stück, 100 Stück, also Bestes, was es gibt. Wir freuen uns natürlich auf den nächsten Community Day. Seid alle wieder mit dabei, ohne Ismo. Yes! Naja, bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und ihr könnt ja schon mal reinschreiben, was ihr denkt, was der nächste Community Day wird. Mal sehen, bis dann!